Und da sind wir wieder bei Legend of Zelda Skyward Sword. Yay! Wir jagen gerade Octodads durch das Wasser. Was in aller Welt bist du eigentlich? Du Nervensäge! Folge mir nicht weiter, ich sag's sonst den Wasserdrachen! Pets doch! Dann hauen wir deinen Wasserdrachen kaputt. Ah, Moment, wir wollen ja zu dem. Hey, ist aber nicht fair. Puh, du bist ganz schön weit gekommen, aber hier schaffst du es sicher nicht hindurch. Schraubenattacke! Du siehst das anders, dann versuch doch mich zu fangen. Schraubenattacke! Challenge accepted! Das war so klar. Ja. Hi. Das war schwierig. Unmöglich! Ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh, du hast eine Wasserdrachenschuppe? Ja, die haben wir deinem Wasserdrachen abgeschlagen. Ja. Heißt das, du bist der auserwählte Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? In der Tat, Blub. Ja. Wenn das so ist, kannst du dem Wasserdrachen vielleicht helfen? Ja, was ist denn los? Es ist erst vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und ihr gemeiner Anführer haben den Wasserdrachen angegriffen. Doch, Blinz. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen. Aber es waren doch zu viele. Ihr Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Ja, vielleicht waren es Moblins. Ja, stimmt. Die sind, glaube ich, auch rot. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzungen nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bringe dich zu ihm. Das ist zu gütig. Ja, dann folgen wir ihm doch mal. Ja, wir folgen ihm den einen Weg, den man lang schwimmen kann. Hey, guck mal, ein Bernstein-Halbmond. Ein super seltenes Item, das ist verfehlt. Ja. Whatever. Jetzt bleibt der Bernstein-Halbmond einfach zurück. Es ist so ein wertvolles Item. Ich glaub's ja echt nicht. Ja, wenn wir am Ende nur 98 davon haben, dann ist es mein Schuld. Ja, in der Tat. Dann werde ich dich dran erinnern, dass du diesen Bernstein-Halbmond nicht mitgenommen hast. Da rechts ist eine Statue der Göttin. Kannst du die aktivieren, um später dahin zu fliegen, oder geht das denn nicht? Das kommt darauf an, ob die rot war oder nicht. Und das die war nicht rot, die war blau. Da war übrigens 100 Rubinen, dann kann man da nicht hinfliegen. Ah, also grün, blau, blau, grün. Man kann nur zu roten fliegen. Okay, das ist natürlich schade. Dann können wir hier nicht wieder hinfliegen. Außerdem kannst du da links, glaube ich, bomben. Ja, man kann hier alles mögliche bomben. Dafür sind da diese Bombenfische da. Kannst du die da reinschrauben oder so? Ja. Ah! Hab ich gerade eben mit den 100 Rubinen auch schon gemacht. Okay, hab ich gar nicht so richtig so gedacht. Zwei Bernstein-Halbmonde hinter. Das ist natürlich, ja. Eine sehr sinnvolle Belohnung. Immer. Mein Gott, komm her, du blöder Bernstein-Halbmond. Wenn wir schon drauf rumschwimmen, dann nehmen wir noch mit. Ja. Ja, und 5 Rubine waren natürlich drin. Das ist eigentlich wertvollste. Das wertvollere von den beiden auf jeden Fall, ja. Ja, und dann die andere Wand auch noch irgendwie sprengen. Hier sollte ein Freund von mir auf uns warten, aber er ist nicht hier. Das wundert mich aber den ganzen Bombenfischen. Dafür versperren uns Felsen den Weg. Was machen wir jetzt? Wir bomben alles auf. Tun wir doch schon. Nerv nicht. Ich bin beeindruckt, dass uns Feier das noch nicht erklären wollte. Bams, des Weiteren Herzen. Herzen und scheinbar sein Freund. Ach, da ist er ja. Na, Kollege, Blub. Bitte frisch mich nicht. Bist du etwa, oder keine Angst? Ach, bist du etwa Gildohorn? Nein, Herr Thorn. Was? Nein, ich bin nicht der Wasserdrache, du suchst ihn? Wieso sollte ich denken, dass du der Wasserdrache bist? Du siehst nicht aus wie ein Drache. Ich denke, ein Mensch mit einer Wasserdrachenschuppe gilt als Freund. Daher sage ich dir etwas. Ja. Sag uns jetzt, welche Wand man aufsprengen muss. Den Wasserdrachen findest du dort entlang. Magiere dir diese Stelle irgendwie. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber verrät es niemandem sonst. Ja, das ist ja jetzt zu nah, weil man muss natürlich auch A gedrückt halten, um schwimmen zu können. Das ist natürlich gemein. Aus irgendeinem Grund. Ja, aus Gründen muss man die Steuerung natürlich so legen, dass Knöpfe mehr oder weniger in wichtigen Situationen doppelt belegt sind. Bams! Und Tür geöffnet, das war jetzt der richtige Pfad. Nein, da finden wir aber noch 40 Rubine hin. Deshalb habe ich den Pfad auch aufgemacht. Das ist eine sehr schöne Sache. Gab es sonst noch irgendwelche Bombenwände außer dem richtigen Weg? Nein, jetzt gibt es noch den richtigen Weg, den wir bomben können. Aber den wollen wir natürlich auch bomben. Ach was! Ich wollte hier eigentlich noch ein paar Stunden bleiben. Bling. So schön hier. Weg offen. So wässrig. Bling. Yay, dafür hätten wir jetzt nicht unbedingt den Tipp von dem anderen Typen nur gebaut. Aber hey. Nee. Und die Karte erweitert sich auf ein paar weitere Gebiete. Wald von Firon. Ja. Bald sind wir da. Da vorne wartet der Wasserdrache. Das ist sehr schön. Hätten wir jetzt auch alleine durchschwimmen können. Da vorne wartet ist gut, aber... Scheint noch ein relativ weiter Weg zu sein. Ist noch ein Weg. Okay. Nicht so weit, aber es ist noch ein Weg. Okay, ja, da sind überall lustige Pflänzchen im Wasser. Ich schätze mal, damit können wir nichts anstellen. Da müssen wir auf jeden Fall scheinbar rüberspringen. Ja. Hier, schnell! Leider habe ich es nicht direkt geschafft. Ja. Was? Du kannst nicht weiter? Ihr Mensch seid ja wirklich unpraktisch gebaut. Kommst du nicht oben drüber? Wir könnten wahrscheinlich sogar durch die Gitter durchkommen, wenn langsam nicht so doof anstellen würde. Das ist mehr oder weniger, um uns zu zeigen, dass man... Ist da vorne noch ein anderer von den Typen? Ich glaube ja, der uns mehr oder weniger, glaube ich, sagt, dass man mit der Schraube
Ja, dass man mit der Schraube aus dem Wasser springen kann. Ich glaube, das ist alles, was uns großartig erzählt. Egal, reden. Kennst du den Schraubensprung, Mensch? Wenn du eine Wasserschraube in Richtung der Wasseroberfläche ausführst, kannst du springen wie ein Fisch. Fisch? Fisch! Siehst du, hat sich gelohnt, mit dem zu reden. Auf jeden Fall. Ja, dann mach doch mal eine Schraube, die uns darüber bringt. Das hat funktioniert. Ja. Hi. Hi. Lange nicht gesehen. Fantastisch! Nicht du, hier sehe ich das nur dank der Wasserdrachenschuppe gelungen. Ich nehme dir gleich mal deine Korallen auf den Kopf ab. Na. Ja, dann können wir hier noch einen Bernstein-Halbmond einsammeln, weil die hier so unglaublich selten sind. Ja. Mein Gott, kriegen wir hier später auch noch so eine Herausforderung, in der wir entlang Seele rumtaumeln müssen, dann sind das alles dunkle Halbmonde? Ich schätze mal nicht. Nein. Wir haben ja Steine in vier Runden gemacht. Abschütteln, oh mein Gott, die ersten Steine des Spiels, das sind unglaublich starke Gegner, wo sind die alle? Kein Glibber. Nee, kein Glibber. Aber da hängt auch noch einer an der Decke. Das ist was. Stopp. Kein Glibber. Wozu haben wir noch gleich unser Inventar blockiert? Ich weiß es nicht so genau. Ah, da vorne kriegen wir ein weiteres Artefakt der Göttin. Yay! Und eine weitere Kiste im Himmelsreich öffnet sich für uns. Das ist sehr schön. Ja, das war auch nicht ganz unpraktisch, die gefunden zu haben. Ich habe so das Gefühl, bei unserem nächsten Besuch im Wolkenreich werden wir sehr viel zu öffnen haben. Ja, vor allem sammeln wir dabei noch ein paar Rubine, was ja auch nicht schadet. Und dann können wir uns ganz viele teure Terry-Items kaufen oder sowas in der Richtung. Da vorne ist eine goldene. Ah, sehr schön, sehr schön. Mit ganz vielen wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, immerhin ein teures. Eins. Dann können wir hier jederzeit hinfliegen zum Floriasee. Jetzt können wir immer zum Floriasee. Das ist nicht unbedingt die nützlichste aller Statuen. Floria, aber oh Floria. Und das waren dafür jetzt direkt zwei. Glibber. Glib, glib. Und eine Schatztruhe. Ja, eine Schatztruhe. In der wir einen zufälligen Schatz finden. Oh, ja, es ist ein Geschenk der Göttin. Ein sehr seltener Schatz, bla bla. Yay, jetzt haben wir schon wieder drei davon zusammengesammelt, aber immer noch keinen von denen, der ganz links außen. Kein Schattenkristall oder was man weiß. Schattenkristall, aber die kommen noch. Die kommen noch. Bald, also im nächsten Dungeon müsste es Gegner geben, die Schattenkristall auch fallen lassen. Also. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ist nicht so schlimm. Und schwimmen wir mit dem Körper ins Wasser. Wir schwimmen dem roten Typ einfach mal vor, der holt uns gleich wieder ein. Okay. Also er sollte uns eigentlich den Weg zeigen gerade, oder was? Ja. Okay. Aber warum? Man kann nur einen Weg lang schwimmen. Stell dir vor. Ja, dann nehmen wir den halt selber. Ja. Ganz viele Aale hier. Bringen die irgendwas oder sind die nur zur Deko da? Die sind Deko. Oh, Deko-Aale. Na dann, Schraube! Guter Sprung. Wo bleibt denn unser Kollege, mein Gott? Keine Ahnung. Ich wundere mich auch gerade, dass er nicht kommt. Da ist er jetzt. Ah, nicht dieser Fisch. Ganz schön schwer, aber diese Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Die sind aber nicht rot. Seid vorsichtig. Na gut, dann werden wir uns wohl mit diesen Fischen anlegen müssen. Ich glaube mal, du musst einen Schraubenangriff gegen sein X am Kopf machen. Ja. Das ist ja total unauffällig. Dann ist er bewusstlos. Dann müssen wir umdrehen, müssen noch einen Schrauben Dings gegen seinen Schädel machen, wo ich gerade leider verfehlt habe. Komm schon, kannst du doch von der Seite machen. Jawohl. Kaputt. Hey, halt uns nicht davon ab, die Herzen anzusammeln. Großartig, kein Zweifel, du musst der Auserwählte der Göttin sein. Hast du das nicht schon mal bemerkt? Ja. Hat er eigentlich. Aber wir haben sowieso volle Herzen, was soll's. Ja, eben. Das habe ich mir jetzt auch nicht beschwert. So, und irgendwas in dem Gras? Da scheint irgendwas in dem Gras zu sein, oder? Vielleicht war da ein Bärchenhalbmond. Kann ich gleich noch gucken. Ah. Eine Fee! Yay! Nicht, dass wir sie einfangen könnten. Weil wir kommen nicht an unsere Flaschen. Ja. Ist sowieso egal, selbst wenn wir sterben würden, würden sich die Feen nicht aktivieren, wenn ich dich richtig verstanden habe. Guck mal hinter dir, in das Gras. Ja, tue ich ja schon. Da, irgendwas glänzt da doch, oder? Nö. Kommt mir das nur so vor? Das kommt dir nur so vor. Man kann in das Gras nicht mal reinschwimmen. Ja, toll. Blödes Gras! Schau mal, ein festes Objekt. Ja. Das ist sehr festes Gras. Na gut. Ja. Man sollte in Unterwassergräser und Algen eigentlich auch nicht reinschwimmen. Die halten einen in häufigen Fällen fest und dann kann man elendig ersaufen. Ja. Na gut, das ist lang, der könnte sich da befreien. Normale Bestimmt. Menschen würden ersaufen. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir da unten durchkommen. Ist das ein Rätsel oder macht er uns die Tür auf? Endlich da! Nee, er macht uns die Tür auf. So ein weiter Weg. Ja. Er macht uns die Tür vor allem auf eine sehr besondere Art und Weise auf. Gleich liegt mein Wasserdrachen, bitte warte einen Moment. Ein Kopfschlüssel. Also kann nur er diese Tür öffnen, oder was? Ich glaube, die sind alle gleich geformt. Merkwürdige Viecher. Ja. Aber wenigstens musste lang die Tür nicht öffnen. In der Tat. Das muss ich doch freuen. Ja, das stimmt. Die Tür wurde uns geöffnet. Hier entlang. Ja, wir folgen dir mal.
war jetzt auch so eine große Auswahl von Wegen, wo ich lang schwimmen könnte. Ich weiß immer noch nicht, wie dieses Volk eigentlich heißt, den wir hier hinterher schwimmen. Sind das einfach nur irgendwelche Viecher? Ich weiß nicht. Haben die Namen? Vielleicht können wir gleich mal einen von denen von der Wasseroberfläche, also wenn wir an Land stehen, irgendwie anvisieren. Vielleicht kann Fei uns dann was dazu sagen. Das wäre doch mal was. Ja. Da unten ist ein Bärchen-Halbmond. Den müssen wir unbedingt einsammeln. Das ist ein Bärchen-Halbmond. Es ist wichtiger, als mit dem Wasserdrachen zu reden. Das ist ein Bärchen-Halbmond. Naja. Pling. Bärchen-Halbmond erhalten. Oh mein Gott. Ja, und dann wieder zurück zur Wasseroberfläche, denn du ersäufst ansonsten gleich. Du hast schon nur noch unter der Hälfte deiner Luftanzeige. Das ist ja. Glücklicherweise bekommt man, sobald man an der Wasseroberfläche ist, sofort volle Luft. Das hat nicht gut funktioniert. Kommt schon gleich bis an Land. Kann ich jetzt irgendwie euch anvisieren? Nein. Geh erstmal an Land. Da vorne ist doch Land. Außer du bist ins Wort in eine Katze hingeworfen. Stopp, jetzt Achtung. Anvisieren. Kann man die anvisieren? Die kann man gar nicht anvisieren. Kann man nicht anvisieren. Doch, Fei. Fei macht deinen Job. Dies ist ein Quepp. Nein, dies ist Quepp. Nein, das ist Quepp. Dies ist Quepp. Also, nochmal. Dies ist Quepp, ein Wasserwesen, das zum Stamm der Paraquas gehört. Paraquas. Naja, gut, schöner okay. Name. Die zum Stamm der Paraquas gehört. Quepp ist der Anführer dieses Stamms. Ist ja schön. Er zählt zu den klügsten Exemplaren der Paraquas und befolgt die Befehle des Wasserdrachen Firon. Der Wasserdrache heißt Firon? Ja, was meinst du, nach wem das Gebiet benannt ist, das er beschützt? Nach ihm. Nach dem Gebiet aus Minish Cap. Hallo Wasserdrache. Das sieht nicht aus wie ein Wasserdrache. Der ist unglaublich hässlich, der Wasserdrache. Was muss ich da sehen? Ein Mensch. Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Aber ich hab deine Schuppe. Ja, echt? Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Oh, ich hab mich verlaufen. Zeig etwas Respekt, Menschenkind. Du kannst mich sowieso nicht essen, ich bin viel zu groß. Du bist nicht mal ein ordentlicher Drache. So ein Bengel wie dich verschlinge ich auf einen Bissen. Aber du schaffst es nicht, mit ein paar Bockblins und blöden Fischen umzugehen. Ich glaub's ja nicht. Geh mir besser schnell aus den Augen. Ha! Wenn wir respektlos sind, können wir tatsächlich nicht mit ihm reden. Das ist ja cool. Ja. Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach herumplanen. Sag, wie bist du überhaupt hier reingekommen? Bist du der Wasserdrache? Weil das ja auch so viel höflicher ist. Ich bin in der Tat der Wasserdrache Firon und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Das ist ja nett. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Ja, toll. In dieser wunderschönen Gestalt, ja. Du siehst aus wie ein Kopf in einem Krug. Ja. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Ja, meinst du, wie ich hier hingekommen bin? Nur der von der Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt? Nee. Scheinbar. Hab ich dem Auserwählten geklaut. Mhm. Aber die Schuppe allein reicht nicht, um hierher zu finden. So, der Q-Einsiedler hat es dir also verraten. Unsere Stille hat ihm alles verraten, was wir wissen. Ja. Er hat mit mir gesprochen, diesen Ort geheim zu halten. Achso, er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Jetzt haben wir es ihm doch verraten. Naja. Wir haben auch nichts dem Q-Einsiedler versprochen von daher. Aber gut, bist du sicher? Auf der Suche. Du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Das sind wir wohl. Nun, das dachte ich mir. Warum sollten wir auch sonst hier hinkommen? Naja. Und mit der hässlichen Krugkopf reden. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einem kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim, hat mir eine Wunde zugefügt. Oh, er hat gegen Girahim persönlich kämpfen dürfen. Ja. Welche Ehre. Fragwürdige Ehre, ja. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen. Das heilige Wasser. Kann das heilige Wasser auch massig Schaden an Gira hinzufügen? Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche etwas frisches Wasser. Oh Gott. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen. Wie das in diesem Behälter. Rat mal, wer das Wasser jetzt analysiert und uns sagt, wo es ist. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Gut. Gut, dann. Hallo Fei. Ich habe das verbleibende Wasser analysiert. Wie auch immer sie das jetzt getan hat. Es kann nur mit der Aurasuche aufgespürt werden. Aurasuche, yay! Mehr
Zauberer suche. Gebieter, du besitzt eine leere Flasche. Darin kannst du das Wasser transportieren. Oh, das heißt, wir müssen unsere Dämonenmedaille loswerden. Ja. Wir müssen sowieso Schatzkisten öffnen gehen, also was soll's. Folge diesem Weg in den Wald von Firon. Nun beeile dich, ich warte nicht gern. Ja. Wer war noch gleich der Unhöfliche hier? Ich weiß auch nicht. Ja, Aurasuche ist gut. Ich weiß, wo es ist. Gibt's da noch eine Statue, zu der wir hinfliegen können und von der wir abheben können? Nein. Das ist natürlich unpraktisch. Gibt's noch eine, zu der wir hinfliegen und von der wir abheben können? Ja. Das ist gut, dann laufen wir. Sobald wir aus dieser Tür raus sind. Dann werden wir uns da wohl jetzt hinbegeben. Autsch. Bonk. Die Schatzzonen hier drin können wir auch noch holen, wenn wir das Wasser zu dem Drachen bringen. Okay, da sind also noch Schatzzonen drin. Ja, da sind noch Schatzzonen drin. Ja, in diesem wunderschönen Raum. Dann werden wir mal wieder abheben zum Wolkenhort über diese Stadt hier vorne. Schön hier draußen. Ja. Floria Wasserfall. Oh, Floria. Ja. Da kannst du außerdem Musik spielen. Klimper, 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 klimper. Klimper, 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 klimper. Hi. Boing. Nerviges Ding. Gib uns eine Monsterkralle. Sehr schön. Lass es abheben. Benutze eine Bombe auf es. Ich mag diese Dinger nicht. Ihr müsst da irgendwo. Normalerweise sind hier Führerhüpfer. Schade. Gerade nicht. Komisch. Normalerweise sind die immer da. Schade. Tragisch. Ja, ne? Dann gucken wir mal. Finden wir noch irgendwas? Nein, was machst du denn jetzt? Ich wollte eigentlich die Schatzrunde mit dem Drachen holen, wenn man einmal da ist. Aber na gut. Dann nicht. Dann wollen wir jetzt in den Himmel, wollen wir das Wasser suchen. Ja, ist da was Sinnvolles drin? Ich weiß nicht, was in den Schatz drin ist. Ja, da sind zum einen Rubine und ich glaube ein Schatz drin. Ja, dann holen sie dir. Holen. Jetzt ist es auch gleich holen können, bevor du rausgegangen bist. Hallo Drache, lange nicht gesehen. Ja, ist lange her. Was ist das? Das ist ein Totenschädel. Ja, ist ein Totenschädel. Der hat hier Totenschädel drin. Hat wahrscheinlich doch schon einige seiner Besucher gefressen, der Wasserdrache. Ja. Na gut, zumindest hat er ein paar Bockblins vernichtet, wenn ich das richtig verstanden habe. Außerdem, yay! Ein Bernstein-Halbmond! Ja, das hat sich gelohnt, dafür dahin zu laufen. Des Weiteren. Ein Schattenkristall! Ein Schattenkristall! Das lohnt sich doch tatsächlich. So ein seltener Kristall beinhaltet die konzentrierte Boshaftigkeit eines Monsters in kristallisierter Form. Das heißt, das Gegenteil von einem Kristall der Güte letztlich. Ja, im Endeffekt schon. Können wir damit jetzt nicht sogar schon irgendwas Neues basteln? Brauchen wir nicht nur einen davon für irgendwas? Kann sein. Ja, und des Weiteren. Auf der anderen Seite noch eine Schatztruhe, aber da muss man mit dem wunderschönen Schraubensprung hoch. Okay. Na dann. Schraube. Da unten ist noch so ein Ding. Wo müssen wir denn da hin? Ich sehe hier nichts. Wir sind auf jeden Fall oben gelandet. Da ist niedrig genug gewesen, dass man hochspringen kann. Okay. Ist nicht überall niedrig genug, um da hochzuspringen, deshalb. Okay. Muss ich so ein bisschen außen rum. Ja, dann öffnen wir diese Kiste und in dieser Kiste befindet sich ein weiterer zufälliger Schatz. Nein, ich meine, hier müsste ein Rubin sein. Drin sein. Ja, 100. Jo, ein silberner Rubin! Sagenhaft, 100 Rubine, ja, fühlt sich gut an, nicht wahr? Ja, das können wir auch den Leuten verraten, dass wir 100 gefunden haben. Ja. Jetzt haben wir 909 Rubine. In der Tat, das ist eine unglaubliche Anzahl. Ja. Ja, ne, dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal wieder zurück in den Wolkenhort kehren, um wieder Flaschen brauchbar zu machen. Und dann werden wir außerdem, Schatztruhe öffnen, schätze ich. Also bis dahin, see ya! Aloha!